Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß 2. Im letzten Part haben wir hier bei dieser alten Frau die Geschichte da gehört von Kyurem. Ich wusste doch, dass ich wieder mit denen reden muss. Gut, dass ich den Part im letzten Part beendet habe. Diese Geschichte war sehr aufschlussreich, nicht wahr? Dafür, dass man so gut wie nichts über dieses Pokémon weiß, habe ich einen sehr deutlichen Eindruck von seinen enormen Kräften bekommen. Ja, mir ging es genauso. Ein Pokémon mit der Fähigkeit, seine Umgebung in Eis zu hüllen, das steht in den legendären Pokémon, Drachen-Pokémon in nichts nach. Exakt, Bell. Die Geschichte erinnert mich an die Legende von Reshiram, dem Pokémon, das einst ganz einmal in ein Flammenmeer getaucht haben soll. Sag mal, Melanie, erinnerst du dich noch an die Legende von Reshiram? Tun wir mal so, als würde ich es nicht wissen. Seltsam, Melanie. Ich war mir sicher, ich hätte sie bei unserem Treffen in Monsentiero zur Sprache gebracht. Das legendäre Drachen-Pokémon Reshiram erkennt denjenigen, der sich dem Ideal der Wirklichkeit verschrieben hat, als Helden an. Der Körper von Reshiram ist schneeweiß und so kraftvoll wie ein Flammenwerfer. Glauben Sie etwa, das legendäre Pokémon hat irgendwas mit dem Pokémon aus dieser Geschichte zu tun, Professor? Der Meteorit ist der Schlüssel. Der Meteorit, sagen Sie? Reshiram wurde aus dem sogenannten Lichtstein ins Leben gerufen. Was, wenn dieser Lichtstein aus demselben Material bestünde, wie der Meteorit aus der Geschichte? Darüber hinaus wurden in der Nähe der Drachenstiege, also da, wo sich Reshiram aufgehalten hat, dieselben Materialien wie in der Nähe der Riesengrotte gefunden. Damit ist natürlich noch nichts bewiesen, aber als Zufall sollte man es nicht abtun. Ich verstehe nur nicht, warum sich ein derart starkes Pokémon nur bei Nacht zeigt. Was könnte der Grund dafür sein? Wäre es beispielsweise denkbar, dass es kein Sonnenlicht verträgt? Gute Frage. Um das herauszufinden, sind weitere Nachforschungen nötig. Aber der Name Tessera stammt aus einer uralten Sprache und heißt so viel wie Baustein oder Umflechten. Dies könnte eine Anspielung darauf sein, dass die Bewohner Mauern um die Stadt ziehen mussten, um sie vor jedem Pokémon zu beschützen. So, jetzt aber genug geredet. Melanie, ich rate dir, Lysander aber, über dieses Thema auszufragen. Ich werde mich nun wieder der Feldforschung widmen. Würdest du mir bitte helfen, Bell? Aber klar doch! Lysander aus Windrake City steigt manchmal höchstpersönlich gegen seine Pokémon in den Ring, um sie zu trainieren. Warten Sie, Professor Esche! Gut. Frei. Frei, frei, frei. Jetzt können wir endlich unsere Pokémon heilen. Damit ich ja wieder zurückgehen kann und trainieren kann. Ich habe nämlich noch einige Trainer offen gelassen. Und ja. Und dann mal gucken, ob wir ohne, dass ich jetzt ein Pokémon, ohne dass ich mir einen VM-Sklaven mache, dass ich mir ein Zerschneider-Pokémon fange. Ein Kobalium, weil ich echt keine Ahnung mehr habe, was für ein Typ der ist. Ja, ich könnte da hingehen. Gut, da ist Kobalium. Das versuchen wir mal zu fangen. Ich habe echt keine Ahnung mehr, was für ein Typ das ist. Ich wollte das eigentlich... Ich wollte es eigentlich nachgucken. Jetzt habe ich es aber doch vergessen. Aber ich speichere jetzt wirklich mal vorsichtshalber. Sicher ist sicher, ne? Ich weiß auf jeden Fall noch, es ist Kampf. Ich meine, es ist Stahlkampf. Und es ist Level 45, das wird ja richtig schön. Los, Feuer-Odem. Das ist ja nur irgendwie Schwächen und Fang. Okay, Feuer-Odem macht gar nichts. Steinhagel. Noch weniger. Ich glaube, es ist wirklich Stahlkampf. Das war's dann. Ich hätte doch Fliegen einsetzen sollen. Um das nächste Pokémon. Leia. Houston. Leia, einmal Aeroass bitte, damit meine Theorie stimmt. Ja, es muss Stahl sein. Aber warum ist das bei ihm nicht effektiv? Versuchen wir mal Funkensprung. Macht auch kaum Schaden. Gleich war es das mit Leia.
Ah ja, schön, Statex. Wir machen erstmal Voltwechsel. Noch will ich Leia behalten. Gut, Leia kommt zurück. Versuchen wir es jetzt mal hier Pip reinzuholen. Kobalium setzt Timezahlung ein. Hoffentlich erledige ich das nicht sofort Pip. Nein, aber Glück gehabt. Einmal Wasserdüse. Passt. Passt wirklich sehr gut. Nochmal Wasserdüse. Dann sollte es eigentlich schwach genug sein, um in unseren Ball, um in unseren 300. Ball reinzukommen. Ja, ich traue mich nicht, jetzt noch weiter zu schwächen. Versuchen wir es so. Ich werde den Meisterball natürlich jetzt nicht benutzen für so ein olles Kobalium. Los, bleib drinne. Nein! Tja, das wird jetzt noch öfters so gehen. Da es doch wirklich recht schwierig ist, so ein Pokémon zu fangen. Ist wirklich sehr schwierig. Los, bleib drinne. Ja. Ja. Wuhu, schon nach dem zweiten Ball. Ich bin überrascht. Kobalium wurde gefangen und es wurde einen Tag im Pokédex angelegt. Sein Körper und Herz sind aus Stahl. Gemeinsam mit seinen Gefährten bestraft es alle Menschen, die Pokémon verletzen. Haben wir Kobalium gefangen und wie nenne ich es natürlich? Koba. Ein schöner Name für ein Kobalium. Koba. Ich speichere mal noch vorsichtshalber. Nachher ist es dann einfach weg. Okay, nachher habe ich das Problem, dass das hier nicht aufgenommen wird. Dann das wäre richtig kacke. Hat irgendwas passiert, dass es nicht aufnimmt oder so. Das wäre scheiße. Es wäre wirklich scheiße. Aber ich hoffe mal, dass es nicht so... Im Zweifelsfall ist es aufgenommen. Ich sollte mal wirklich irgendwie noch gucken. Dafür ist ja das Praktische am Emulator. Ich habe hier irgendwelche Quick-Save-Slots. Und das wäre ja dann schon unheimlich praktisch für mich. So, hier, gucken wir mal. Pokémon-Lagerungssystem. Kobalium ist Stahlkampf. Wenn ich doch schon Lucario rausgeschmissen habe. Das Kampf Stahl ist. Macht es vielleicht einen Unterschied, je nachdem, welcher Typ vorne ist? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Weil er hat ja keine Schwäche gegen Flug. Sollte ich mir überlegen, es vielleicht ins Team zu holen, aber... Ja, auch nicht so sehr, ne? Ist ja wirklich so das Problem. Stahlkampf? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, irgendwo... Oh, da ist ein Wackel. Wackelgras. Warum finde ich jetzt ein fucking Emolga? Was wollte der eine Typ eigentlich nochmal für seinen Emolga? Was wollte er für einen Emolga haben? Weiß nicht. Gucken wir mal. Aha, Elektroball hat keine Chance. Da hätten wir ein männliches Emolga. Dann können wir ganz viele kleine Emolga-Babys züchten. Aber ich glaube, ich will gar eins. Aber das kann man, da kann man gut gegen trainieren. Jetzt könnte ich natürlich super fangen. Und dann könnte ich da jetzt zu dem Typen hinfliegen, der einen Emolga tauschen wollte. Warum eigentlich nicht? Gehen wir einfach mal Emolga tauschen. Sollte im Ball bleiben. Ich weiß nämlich wirklich nicht mehr, was er haben wollte, aber dann wissen wir es ja. Und wenn es nur ein Pokémon ist, was wir schon haben. Nee, der kriegt natürlich keinen Spitznamen. So, jetzt benutzen wir mal endlich Fliegen. Fliegen. Das war ja hier in Panero, war bei Panero City ein bisschen weiter oben, da in diesem einen Haus. Da fliegen wir jetzt erstmal hin. So, irgend noch kurz hier tauschen. Ich will ja nicht mein kleines Leerchen verkaufen. Vertauschen. Ich will es doch nicht verkaufen. Wäre ja doof. Nein. Hier, ich tausche das gegen das. Leia bleibt jetzt sicher. Wäre sowieso doof, dass ich dann diese Scope-Linse verliere. Leia bleibt jetzt einfach sicher in der Box. Und dieses Emolga vertauschen wir gegen was auch immer.
So, hier drüber balancieren, einfach weil es Spaß macht. Boah, wir sind schon wirklich lange nicht mehr hier gewesen. An wie vielen Part war das? So bei, irgendwo bei den 30ern. Wo sind wir jetzt gerade? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt nochmal kurz gucken. Ich habe Emolga dabei. Und Emolga hat irgendwas dabei. Warte mal, wegnehmen. Eine Arena-Bäre. Ach ja, warum nicht? Sag mal, hast du denn schon eine Emolga geschnappt? Also, falls du eine Emolga hast, würdest du es vielleicht gegen meinen Brokkolos tauschen. Ja, würde ich machen. Super, dann lass uns tauschen. Jetzt seht ihr auch mal hier, so wie das Tauschen aussieht. Du gibst Emolga in die Obhut von Hilbert. Mach's gut, Emolga. Da ist natürlich mal wieder typisch Pokémon. Sehr viel Lärm um nichts, genau. Einfach, das sieht so toll aus und so, bla. Und wenn man das dann den ganzen Tag machen muss, kneif mich mal. Was für ein süßes Pokémon. Ich will mich gut darum kümmern. Kümmere dich bitte auch genauso gut um Brokkolos. Wir haben ein Brokkolos. Das hat irgendein Item. Nein, ich will's nicht. Nein. Ich will das Item nehmen. Eine Yonago-Beere. Wir haben jetzt ein Brokkolos. Brokkolos war, glaube ich, die Weiterentwicklung. Von Sedimantur. Gut, hier haben wir jetzt getauscht. Mal was konnten. Ah, genau, du kannst fliegen. Jetzt kommen wir wieder zurück nach Tessera. Das Interessante ist ja, Tessera war quasi so eine Endgame-Stadt von Pokémon Schwarz und Weiß. Also da kam man nicht hin während des Spiels. Weißt du, wieso? Na doch, das ist quasi der... Das ist quasi... Also Pokémon Schwarz und Weiß waren so ziemlich die ersten Pokémon-Spiele. Warum gehe ich... Warum? Ach ja, genau, mein Vibrava hat ein paar LP verloren und so. Können wir mal heilen. Ja, sind aber wirklich die ersten Spiele, wo man vor Besiegen der Pokémon-Liga die Hälfte der Region nicht betreten kann. Ich bleibe da wirklich bei Region, weil in Pokémon Gold und Silber kann man natürlich noch eine weitere Region betreten. So, ich gucke mal kurz im Pokédex nach. Ist Sedimantur die Weiterentwicklung? Wo finde ich denn Sedimantur? Ich könnte jetzt suchen. Ich glaube, das geht auch schneller. Von A bis Z. Wir suchen nach S. Ja, nebenbei, das geht hier dann, weil das ja natürlich hier der obere links ist natürlich der obere Bildschirm. Ich vergesse mal, dass ihr meine Maus nicht seht. So, Sedimantur. Habe ich das gar nicht gesehen. Sesokids. Doch da, Sedimantur. Jetzt da mal wieder einen weg. Gehen wir mal die Suche hier zurück, dann sind wir wieder bei Sedimantur. Ja, genau. Und Kiesling ist ja die Vorentwicklung, die haben wir aber hier nicht gefunden. Aber gut, jetzt bin ich mir da wieder sicher. Ich habe alle Pokémon, die ich brauche, dabei. Ja. Mir ist nämlich gerade mal wieder eingefallen, das benutze ich irgendwie schon länger nicht mehr, das Glücksei. Das habe ich schon lange kein Pokémon mehr gegeben. Guck mal, dass mir das jetzt mal gerade wieder einfällt, dass ich ja spezielle EP kriegen könnte. Das ist mir gerade eingefallen, weil unser Brokkolos ja ein Tausch-Pokémon ist und deswegen spezielle EP kriegt. So, hier unten kämen wir nur vorbei, wenn wir Zerschneider könnten. Aber Zerschneider ist eine so beschissene Attacke. Wie die meisten VMs. Also ziemlich die einzigen VMs, die ich persönlich auch als praktisch erachte, sind Fliegen und Surfer. Die sind nämlich wirklich super. Verteidigung und Spezialverteidigung erhöht. Nur weil du verfehlt hast, Zina. Wirklich, Zina. Warum verfehlst du einfach? Warum? Oh, ich kann mir jetzt einen Drift-Zeppeli fangen. Ach komm, warum nicht? Warum sollten wir uns keinen Drift-Zeppeli fangen? Spricht ja irgendwie wirklich nichts dagegen. Wuhu! Wir haben jetzt offiziell einen Drift-Zeppeli gefangen. So ein Glück.
Und Verdurft Zeppeli wurde an einem Tag im Pokédex angelegt. Es transportiert Menschen und Pokémon. Wen sie fliegen, bestimmt jedoch ganz allein die Windrichtung. Es ist halt ein Ballon. Ach, ich hab jetzt mit Ausnahme mal keinen Bock, einen Spitznamen zu geben. Weil ich aufgrund der Typenkombination es nicht ins Team nehmen werde. Hier haben wir einen Top-Ether gefunden. Ja, ich war da vorhin etwas vorsichtig, weil es könnten ja auch Tampignon sein. So, sind wir hier einmal rumgegangen. Was finden wir hier unten? Ach ne, Moment, hier müssen wir sogar rum. War hier oben nicht eine versteckte Lichtung? Oder auch nicht. Egal, ich glaube, ich kämpfe erst einmal gegen die Angler. Ne, ich kämpfe erstmal gegen die Schirmdame. Oder erst einmal... Ja, die da. Oder erst einmal... Ja, da komme ich ja nicht hin. Irgendwo war hier doch eine versteckte Lichtung. Irgendwie an der Treppe. Wo war die? Wo war die versteckte Lichtung? Da auch nicht. Wo ist die? Wo ist die? Erst nach dieser doofen versteckten Lichtung. Weißt du, die war da Treppe. Hier ist aber auch keine Treppe. Irgendwo war die. Muss hier gewesen sein. Nein. Moment, hier ist eine Treppe. Aha, ja, ich dachte doch, die war an der Treppe. Hier ist sie, die habe ich einfach übersehen. Und da drin ist nix. Mann, haben wir ein Glück. Da hat sich das ganze Suchen ja total gelohnt. Ach. Kämpfen wir einfach mal gegen die Schirmdame. Ich bin... Ach. Ich hab grad... Ich kann grad nicht die Stimme verstellen. Ich bin grad irgendwie... Ach, geht grad nicht. Ich bin ein Mädchen, das mit einem Schirm in der Hand allein am Strand herumsteht. Schenk mir deine Aufmerksamkeit, indem du mit mir kämpfst. Ganz auf dem Grad, irgendwie geht das so gar nicht. Schirmdame Elisabetta. Elisabetta. Was hat die jetzt in den Kampf geschickt? Ich habe nicht gelesen. Ach, ein Formeo. Welch eine Freude, ein Formeo. Boah, ich glaube, ich trinke erstmal einen Schluck. Weil mich verwundert es doch, dass ich gerade nicht hinkriege, meine Stimme zu verstellen. Ist auch irgendwo ein bisschen anstrengend, ne? Ja. Ist nun mal so. So, ja, was machen wir? Fliegen! Setzt Sonnentag ein, oh nein! Und jetzt ist ein Feuer-Pokémon. Jetzt wäre natürlich intelligent, Dingenszone, aber ich habe jetzt schon Fliegen eingesetzt. Hydro-Pumpe als Feuer-Pokémon? Ich weiß ja nicht. So, was machen wir? Ich glaube, das Klügste ist doch wirklich auf Pip zu wechseln. Tut mir leid, Zina. Wie wir immer nicht sicher, ob ich es dann nicht doch behalten will. Tja, Hydropumpe gegen Pip macht nicht so viel. Warum er da nicht das Regenteil benutzt hat? Regentanz. Das wäre doch gegen Zina viel intelligenter gewesen, aber vielleicht kann er gar keinen Regentanz. Wenn er schon Hydropumpe kann. Man kann hier nur 4 Attacken erlernen. Gehen wir mal davon aus, er könnte Hagel. Also Formio könnte Hagel, Sonntag und Regentanz. Dann kann es ja keine Hydropumpe. Ja, dann kann es ja nur noch Hydropumpe. Das heißt, es kann... Vor Schallstrahlen mag ich geschützt sein, aber gegen Attacken bietet so ein Schirm natürlich herzlich wenig. Schutz. Gut, das besiegt. Ja, da will ich lieber Emolga wieder auf Platz einsetzen. Mann, das nervt mich. Habe ich Stärke nicht? Ich glaube, ich habe Stärke noch nicht gekriegt. Wo sind die TMs? Moment, da drinnen. Der Schneider, doch, Stärke habe ich. Ich habe nur keinen Pokémon beigebracht. Ah. Very interesting. Ah, komm, kämpfen wir noch gegen dich. Ich bin ans Äußerste gegangen, um meinen Körper zu stehlen. So wie sich das für einen Ass-Trainer eben gehört. Wenn du meinst. Meins, das ist so für einen Assistenten sich gehört, dann glaubt wird er das auch. Er hat ein Enikuro. Wieder so ein Katzen-Pokémon. Machen die alle Katzen-Pokémon? Okay, alle. Aber es gibt so viele Katzen-Pokémon.
Ich auch nicht. Die sind auch irgendwie... Ne, ich würde nie einen, irgendwie so eines der Katzen-Pokémon wirklich lange in meinem Team behalten. Ja, was machen wir nur? Setzt auch noch Gesang ein, ist ja doof. Doof, 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 doof. Da ist, meine ich, ein reines Normal-Pokémon ist. Jetzt mache ich wieder diese richtig dämliche Strategie. Ich hole Bacher her. Und dann machen wir einfach Irrlicht. Ja klar, Gesang funktioniert aber noch. Verdammt. Das wird sich jetzt hinziehen. Oh, er tauscht einfach mal sein Pokémon aus. Ein Zapplaleck. Toll, Zapplaleck kann Knirscher. Das ist ja super. Bacher ist aber wenigstens aufgewacht und jetzt Zapplaleck. Jetzt brennt Zapplaleck. Auch nochmal Unheilböen. Ladungsstoß, das machst du jetzt doch nur in der Hoffnung, dass es paralysiert wird. Gib's doch zu! So, ich wechsle lieber auf Zina in der Hoffnung, dass er wieder Ladungsstoß benutzt. Weil, ja. Weil, ist ja klar. Zapplaleck kann, glaube ich, keine Schweber finden. So keine... Ich habe sowieso keine... Ach, Zina schläft ja. Ich wollte gerade sagen. Nein, aber ich habe ja sowieso keine Bodenattacke. Zina, wach auf! Mann, warum schläft es die ganze Zeit? Dingens hat es doch auch geschafft, Bacher. Egal, das verbrennt jetzt einfach gleich. Während Zina hier die ganze Zeit schläft. Das wird jetzt ein Volltreffer. Nein, Zina hat es noch überlebt. Aber das war auch Zapplaleck. Und Zina ist jetzt Level 39. Erdkräfte? Ja. Endlich sprechen wir dieselbe Sprache, Zina. Schwupp, Zina hat Superschall vergessen und Zina lernt Erdkräfte. Und Bacher ist jetzt Level 39. Bacher versucht Spukball zu lernen. Ja, Spukball mag ich. So, das war 60-100. Spukball ist 80-100. Denke lieber als Unheilböen. Weil Unheilböen schwächt mich wieder und hat auch nur so wenig AP. So, Enekoro kommt wieder in den Kampf. Was setzen wir da gegen Enekoro ein? Ja klar, Bacher. Er hat es ja nicht ausgewechselt, hätte es gar keine Chance gegen Bacher. Da setzen wir einfach mal Irrlicht ein, hoffen, dass Gesang nicht trifft und dann wird es langsam. Oh nein, es setzt Anziehung ein. Aber ich muss jetzt bloß einmal hoffen, dass das durchkommt. Einmal Irrlicht. Nein, ist natürlich Starvorliebe. Los! Los! Ist Starvorliebe. Los! Jetzt aber! Danke! Ach, so ein nerviges... Also Anziehung ist echt nervig. So, und jetzt können wir ja nicht mehr wirklich was machen. Wir können Spukball einsetzen. Selbst wenn ich durchkommen würde, das hat sowieso gar keine Wirkung. Weil Normal-Pokémon sehr Geister-Pokémon nicht berühren können und Geister-Pokémon können Normal-Pokémon nicht berühren. Das ist ja das Schöne. Und das ist ja das Spaßige daran. Wie das so alles nichts macht. Juhu. Gut, weiter, Spukball. Oder wenn man es falsch liest, Spukball. Also, Spuck. Spuck wie ein Spucken. Ich habe jetzt gerade auch gespuckt. Na, in dem Moment hätte ich mein iPhone da vorne, weil ich mich gerade ein bisschen ablenke. Weil, ganz ehrlich, es passiert gerade nicht so viel. Nee. Nicht wirklich. Aber es verbrennt sich ja langsam. Ich muss sowieso immer nur ein und dieselbe Attacke benutzen. Immer ein und dieselbe Attacke. Ein und dieselbe Attacke. Oh, haben wir es geschafft. Noch eine Runde, dann ist es erledigt.
Dann ist es erledigt. Dann haben wir's. Und Bacha schläft wieder. Wuhu! So, das war Bachas Performance, wie es gegen Inikoro gewonnen hat. Meine Pokémon konnten offenbar nicht mit deinen durchtrainierten Pokémon-Körpern... Ich hab's falsch gelesen. So, ich gehe jetzt noch wieder meine Pokémon heilen. Und dann beenden wir auch den Part. Es wird mal wieder Zeit. Also, wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dann!